Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder unterwegs, hatten letztes Mal hier noch die Mauer gemacht, die irgendwie Freundebeschluss, Beschuss. Okay, alles klar, verstanden. Die Mauer gemacht, wir hatten hier Essen wird eingelagert, wie man hier sieht, da kommt wieder eine Nahrung rein, das ist schon mal gut. Es wird ausgehöhlt, das macht Veli. Wir hatten irgendwie noch ein Pferd irgendwo. Warte mal, Gehege benötigt. Für dieses Pferd brauchen wir ein Gehege, das müssen wir noch machen. Aber ich sag mal, das machen wir alles nach dem Logo und dann schauen wir weiter. So, das Pferd war da und wir müssen ein Gehege haben. Das haben wir aber schon gebaut. Das ist hier und da müssen wir jetzt eine Gehegemarkierung bauen. Jetzt müssen wir die nur finden. Hier ist die wohl nicht, wahrscheinlich unter diverses. Da, Gehegemarkierung. Oh, da kann man verschiedene machen. Aus Holz, aus Stahl, aus Granit. Und mal eine Markierung aus Granit. Und. Wir sehen wirklich im selben Feld aus. Ja, wird hoffentlich dann gleich gebaut. Keine Ahnung, wer es macht. Abbrechen. Ist das jetzt, ach, jetzt ist die Markierung weg, ne? Das war jetzt nicht so, dass ich sie wollte. Diverses Gehegemarkierung. Warte, wir wollten das aber aus Granit bauen, weil da haben wir genug Steine. Das ist hier doch Granit, ne? Ach ne, das ist Stahl. Kalksteinblöcke, aber Granit hier 155 passt auch erstmal. Gut, das muss dann gebaut werden. Gehegemarkierung aus Granit, Blaupause, Erde, Laufgeschwindigkeit, 7x Fruchtbarkeit, 100% sehr hell, 100%. Okay, da sind wir gespannt. Was haben wir hier? Reis, okay, das ist ja hier unsere Felder. Wie sieht es da aus? 65% und die Kartoffeln sind bei 40%. Aber wir kriegen da ja mehr. Der Ofen läuft noch. Was haben wir hier für ein Feld? Ein Schlafplatz für Tiere. Gut, nicht schlimm. Das hier ist, glaube ich, dreckig. Fackeln haben wir ein paar, da können wir vielleicht noch mal schauen, dass wir noch vielleicht die eine oder andere dazu kriegen. Ne? Ich würde hier noch eine hinstellen wollen. Und ja, die Steine müssten mal hier rausgetragen werden, ne? Aber das macht auch keiner. Ne? Rattran macht draußen Essen, okay. Feli arbeitet hier drin, ne? Das geht aber auch nicht voran. Ich glaube, wir machen mal Stufe 2 hier. Und die beiden, einer isst. Ah, setz dich hin an den Tisch, könntest ja mal den Stein wegräumen, dann kannst du auch besser essen, oder? Feli, Rettran holt sich auch was zu essen. Ne, die packt nur um, hat nichts zu essen geholt. Ah, ich glaube, unser Dingens wird gebaut, sehr gut. Unser Gehege, dann kriegen wir vielleicht das Pferd gleich noch hier rein, oder? Kann man sehen, wie viel Prozent, ja. Tiere sind alle erlaubt. Würde ich jetzt aber nicht alle verbieten. Jetzt brauchen wir das. War ein Pferd, ne? Da. So, und das Pferd kommt da jetzt rein. Sehr gut, dann hat das schon geklappt. So, Logbuch, sozial trainieren, Bedürfnis, Körper, Hengst, männlich, Hengst, Alter 9, Reitertier. Was heißt da? Reiterier. Ach so, das ist unser Volk. Standard. Bedürfnisse, Ernährung, da sieht erstmal soweit gut aus. Training, Zahmheit, 5 von 5. Angreifen, retten, tragen. Da kann man nichts mehr machen, oder was? Sozial. Okay, das sieht erstmal gut aus. Ah, es schläft auch schon. Alle schlafen. Ja. Aber wir hatten noch mehr Tiere hier. Da waren noch irgendwo noch ein paar Hengste. Das war ein Hengst. Wir brauchen jetzt eine Stute. Ah, das haben wir hier schon angewählt, dass die Stute hier gezähmt werden soll. Sozial. Okay, da bin ich gespannt, was daraus wird.
Weil wenn wir zwei Pferde haben, dann ist das ja schon mal nicht schlecht eigentlich, ne? Gut. Schlafen wir mal schneller. Jetzt wird es langsam hell, ja. Das Häschen hat keinen Stall, oder was? Hier könnte mal sauber gemacht werden. Jetzt sind sie alle drei am Essen erstmal. Okay, wie viel Essen haben wir noch? 5, 7 und 1. Hier sind aber noch 37 Bären, das geht noch alles. Wir müssten eigentlich mit dem Essen ein bisschen was Aufgabe hinzufügen. Einfache Mahlzeit. Können wir auch eine bessere Mahlzeit machen? Kann man das denn? Ich sehe jetzt aber nicht. Üppige Mahlzeit, wiederhole x Mal. Die üppige Mahlzeit kochen benötigt die unten genannten Fertigkeiten. Keinerlei. Ah, gut, kochen 8. Das heißt, das können wir auch vergessen. Welche Werte haben die denn beim Kochen? Klappt denn da irgendwas bei ihr hier? Nee. Nee, Bio ist es, ne? Kochen 2 erst. Ohne versehentliche Mittel. Ne? Ja, das klappt ja wieder gut. Kochen 1 und sie hat auch Kochen 2. Vielleicht wird das ja dann mit der Zeit besser. Aber hier ist keine Flamme dran, ne? Medizin. Hat jemand denn eine Flamme da dran? Nee, ne? Keiner. Nö, dann kann das auch nicht besser werden, glaube. Gut. Otto Max ist jetzt hier drin. Das ist schon mal gut. Was macht unser zweites Pferd? Das wildert hier rum. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Essen haben wir 19. Hier wird Forschertisch aus Holz, da wird geforscht. Okay, was macht die Forschung? Achso, hier unten ist der Balken. Sterile Materialien werden da geforscht oder nicht? Ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge ist. Kann man das hier sehen? Ach, da ist es. Okay, das ist gleich fertig, ne? Das ist ja cool. Jetzt hör nicht auf, ne? 600. Forschung abgeschlossen. Ich überlege, serielle Fliesen, um Reihenräume zu schaffen, in denen medizinische Behandlung, Forschung und Zubereitung von Mahlzeiten sicherer und aktiver durchgeführt werden können. Okay, dann haben wir das schon mal. Nährpastenspender, den machen wir als nächstes. Ach, das ist schon abgeschlossen oder was? Aha. Warte mal. Geh mal raus aus der Forschung. Machen wir erstmal hier langsamer. Nochmal in die Forschung rein, damit wir in Ruhe gucken können. Automatik verbesserte Lampen. Biosprit raffinieren, Solarmodul. Löschschaum, Sprengfallen, Wasserradgenerator. Röhrenfernseher, Überlebensration, Geometrie. Mikro, Elektronik, Drogenherstellung. Okay, da geht nichts. Maschinenbau, verbesserte Lampen. Wenn ich das baue, was kann ich denn danach weiterbauen? Das ist die Frage. Das ist mit 3000 ziemlich viel. Ändert die Lichtfarbe von elektrischen Standardlampen und reduziert ihren Stromverbrauch um die Hälfte. Dieses gilt nicht für Sonnenlampen. Baue geothermische Kraftwerke auf Dampfgeysiren, um eine ständige Stromversorgung zu gewährleisten. Warte, habe ich so ein Geysir hier in der Ecke? Irgendwo war hier einer, oder? Da ist einer. Vielleicht, ja, und das ist auch nicht weit weg. Vielleicht sollten wir das in Angriff nehmen.
Aber 3200, das brauchen wir erstmal nicht machen. Röhrenfernseher, vielleicht diese Forschung machen? Flüsse haben wir hier nicht, Solarmodul. Sprengfallen. Hydrokulturen. Hört sich auch nicht schlecht an, ne? Vielleicht machen wir erstmal die Batterie. Ich glaube, das macht Sinn, damit wir den Generator mit dem Holz da. Wenn Holz alle ist, haben wir noch Batteriestrom zwischengespeichert, ne? Wie warm ist es hier in dem Raum? 20 Grad und hier ab minus 15. Okay, hier ist es 19. 24, 24. Okay, er ist noch ganz stark am Basteln da, ne? Sie schläft. Hier haben wir ganz viel Stahl. Eigentlich geht es ganz langsam voran. Die Fliesen brauchen wir jetzt, ne, für. War das unter Strukturen? Nein, Böden. Sterile Fliese. Die müssten wir jetzt hier haben, ne? In der Küche. Vielleicht machen wir die Küche aber hier hin. Ich glaube, das machen wir so. Und dann kommt die Küche da weg, die kommt dann da rein. Ich glaube schon, das ist besser. Forschertisch, der muss dann auch irgendwann da rein, ne? Die gehen alle schlafen, dann können die auch schnell schlafen, ne? Eine Gruppe Ureinwohner der Fraktion Die Ozeanunion ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sofort angreifen. Zum Ort springen. Eine Person. Messer aus Stahl, okay. Das heißt, wir müssen die in den Kampfmodus versetzen. Und wo ist jetzt unsere Basis hier? Warte, lass mal weiterlaufen. Dahin. Dahin. Nee, nicht das Bett, die Person. Dahin. Wo ist jetzt der Angreifer? Da oben. Haben die alle eine Waffe? Ah, da ist ein Nahkampfmesser. Aber da ist das Gewehr, das wird schon werden. Mal schauen. Und tot. Gut, Kampfmodus beenden. Kampfmodus beenden. Kampfmodus beenden. Und wir brauchen hier Grab. Ist das Ast die Leibwächterin? Schwarzer Falke. Ne, da haben wir schon zwei Tote, okay. Das heißt, wir müssen das nächste Grab bauen. Sind die drei wieder schlafen gegangen? Zwei nur. Sie ist am Arbeiten. Geht jetzt aber doch auch schlafen. War einer verletzt eigentlich? Nee, ich weiß nicht, wer jetzt da angegriffen worden ist. Auch nicht. Keiner angegriffen, ne? Angegriffen schon, aber keiner verletzt.
Keine Gesundheitszustände. Okay, dann sieht das ja alles gut aus. Muss dann noch beiseite geschafft werden, die Hüterin hier. Dann schlaft mal schneller gerade. Es wird schon hell. Tiere sind schon wach. Und unsere drei Kameraden auch. Die holen sich gerade was zu essen. Haben wir noch ein bisschen was? Hier wird am Tisch gegessen zusammen, das ist schön. Und wird die Person da jetzt zur Grabstätte gebracht? Gute Frage, ne? Auf jeden Fall ist das Grab ausgehoben, das ist schon mal gut. Adram wird diese Person dann beerdigen. Ja, das ist ja schon mal gut, ne? Okay, was haben wir hier? Messer aus Stahl können wir erlauben. Vielleicht können wir es ja gut gebrauchen. Ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Es wird hier auf jeden Fall gekocht und hier werden die sterilen Fliesen gemacht. Das ist auch gut. Was haben wir denn für Herde dann da? Wo waren die Produktionen? Schlachtbank, elektrischer Herd, Herd. Der elektrische Herd wäre es dann, ne? Ein holzbetriebener Herd mit einer Arbeitsplatte für das Zubereiten von Mahlzeiten. Konstruktion mit einem elektrisch betriebener Herd mit einer Arbeitsplatte für. Ja, müssen wir dahin machen, ne? Die Fliesen sind gleich fertig. Und dann ist der Raum steriler, das ist auch schon mal gut, oder? Die letzte Fliese noch bitte. Dann machen wir hier einen Herd hin. Elektrischer Herd. Dafür brauchen wir jetzt aber Leitungen dann noch. Was haben wir denn noch? Schmelzofen? Nähtisch. Okay, da müssen wir auch noch dran. Strom. Stromleitung. Okay, da kann man nicht so weiterlegen. Durch die Wand komme ich nicht. Und der Wasserstromleitung. Stromschalter. Geht auch nicht. Ich bin noch nirgendwo durch eine Wand durch, ne? Hat ja wieder gut geklappt dann, ne? Kriege ich das denn hin? Nee, Strom hier. Bauplatz ist bereits belegt, das heißt, ich muss das erste Gestein abbauen. Keine Ahnung, ob ich das dann so hinkriege. Struktur. Eine Wand bauen. Aus Kalkstein. Könnte man da drauf bauen wohl. Vielleicht kriege ich das hin. Schnell laufen lassen. Dass die wieder wach sind. Der Herd ist schon fertig, ne? Ach, hier kann man noch auswählen zum Abtransport, ne? Das muss weg. Ist nur noch auf 2 laufen.
Oberfläche glätten. Nee, muss ich erst abreißen, glaube ich. Arme Kleidung fehlt, ja. Da wird jetzt das abgerissen. Ich glaube, der Strom geht wenigstens hier unter das Bett bis dahin, ne? So, jetzt die Stromleitung machen. Und dann sollte der Herd Strom haben, denke ich, oder? Ist das ein kleines Häschen da, oder? Ich glaube ja, ne? Schon Nachwuchs. Okay, die können auf jeden Fall da durchgehen. Wäre schön, wenn einer jetzt hier die Stromleitung macht. Dann können wir nämlich mit der Wand weitermachen. Aber ob es geht, weiß ich nicht. Ah, das ist auch nicht verkehrt, den zweiten Raum zu machen. Hier unten ist auch noch nicht. Also hier ist auch noch was möglich, ne? Böden. Dann machen wir mal einen Holzboden rein. Stromleitung, der Herd hat Strom, das heißt, wir können da die Struktur setzen. Kalk, Sandstein. Mal gucken, wie das aussieht. Macht das einer? Ja, sofort hier. Und so wie es aussieht, ist es dann fertig und der Herd hat immer noch Strom. Das heißt, ich würde den jetzt hier abreißen wollen, oder? So, abreißen. Da. Hier Aufgabe verteilen. Kochen 6. Zehnmal. Haben wir noch zu essen? Ja, 15 Mal. Hier wurde sogar sauber gemacht, mal endlich. Hier wird jetzt was zu essen hingemacht. Vielleicht sollten wir da in dem Raum mal eine Tür bauen. Tür aus Holz. Da auch eine. Da auch eine. Da auch eine. Den Gang lassen wir auf. Hier kann noch eine Tür hin. Ach, das waren eigentlich Schlafräume geplant, schätze ich mal, ne? Das hat ja gut geklappt. Nicht schlimm. Ein Schlafraum bleibt dann halt erstmal da. So, hier wird schon Holz gemacht. Da unten wird auch noch der Raum fertig gemacht. Warme Kleidung fehlt, wenig Nahrung. Wie ist wenig Nahrung? Haben wir 13, okay. Aber hier ist noch viermal, okay. Wie sieht es hier mit Essen aus? 33% gewachsen, aber die Kartoffeln, ja, wir hoffen, die werden die noch was werden. Warte, 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 warte. Wir machen mal hier eine Pause. Wer war das hier? Ein Waffenhändler in der Fraktion Quesamberg hat sich mit seiner Karawane. Sie werden ein paar Tage in der Kolinie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen. Allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Okay, da sind ein paar mehr. Da können wir ja nachher mal gucken dann. Weiter geht's. Wo ist jetzt unsere Kolonie, ne? Das ist immer so schwer zu finden. Ach, wir sind schon wieder so weit, dass wir schlafen können. Also der Herd ist schon mal gut hier, oder? 300 Watt, Stromnetz überschüssig gespeichert, 0 Watt, okay. Jetzt ist kein Strom da, weil der Ofen wieder kein Holz hat, ne? Automatisch Brennstoff auffüllen, ja. Jetzt ist die Frage, wir haben bestimmt wieder kein Holz irgendwo, ne?
Hier entfernen, machen wir, der gefällt. Ach, hier ist die ganze Dingens. Okay. Und wie kann ich das machen? Eben hier. Mal gerade eine Pause. Schlachter, männlich, Jäger, Kurfbogen. Kriminelle, weibliche. Panther. Weißer Lemur. Kann ich denn? Ja, gute Frage, ne? Da steht's, Interaktion mit Herrn. Du kannst Leute, die mit einem Fahrzeug ansprechen. Okay. Müsste ich dann jemanden auswählen und dann nach rechts klicken wahrscheinlich, ne? Machen wir doch mal so. Fede, ist der der Richtige dafür? Das ist dann die Frage, ne? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber dein Unterhändler Willi ist gesundheitlich angeschlagen und kann nicht richtig hören. Das wird Einfluss auf den Handelspreis haben. Erwäge eine gesunde Hand. Okay. Dann machen wir das nicht. Dann zurücksetzen. Medizin, Sozial, Intellekt. Und wo ist die dritte Person? Da oben. Ja, dann ist sie schon auf jeden Fall die Person, die wir dafür brauchen. Geh mal dahin und sprech mit dem. So, Kategorien, Marktwert, Reiterreihe. Reiteria, so war das. Wir könnten denen jetzt was verkaufen, ne? Dann können wir was kaufen. Ich hätte gern noch eine Waffe, eine Fernkampfwaffe. Hier nach dem Marktwert ist es schon. Hier sind die Preise, okay. Das können wir verkaufen. Das ist ja nicht mehr unseres, oder? Verkaufen. Bauteile. So kriegen wir Geld zusammen. Wo ist aber unser Geld? Ich sehe nicht, wo sich hier was ändert. Aber die Bauteile sind eigentlich auch zu schade dafür. Stammeskopftuch. Parka aus Stoff, normal. Gibt es aber nur einen. Was wird das kosten? Oh, hier ist das Geld. Haben wir denn noch was? Eine Jacke oder sowas? Das wäre jetzt einkaufen. Messer, Messer, Kräutermedizin. Messer behalten wir.
Obwohl, hier sehen die Preise. Warte mal, machen wir das nochmal zurück. Der Betrag, den du bekommst, wenn du diese Ware verkaufst. Ja, verkaufst du, die brauche ich jetzt nicht. Nee, warte, ich wollte es verkaufen. Also ich kann nur die Bauteile und hier unten Hose mit, das ist auch noch. Nee, das haben wir gerade schon hinzugefügt. Mehr wollen die nicht, nur das hier, wenn. €359 ist das der Preis? Wahrscheinlich. Ah, hier ist Silber, okay. Silber 678. Ich sehe nicht, wo sich hier oben was verändert. Doch da. Eigentlich müsste das so gehen, ne? Akzeptieren. Dann kriege ich die zwei Parker. Ich verkaufe das Messer. Aber wir haben trotzdem Speer aus Stahl, den Großbogen. Aber der ist dann wieder teuer, ne? 709 hätten wir nicht. So hätten wir es, ne? Händler will die Ware nicht verkaufen. Ja, den wollen wir kaufen. Ich glaube, ich mache das mal so. Wunderbar. So, und jetzt müssen wir einen unserer Leute. Lief nur mit dem Messer rum. Inventar. Hier, da. Wo sind unsere Waren jetzt? Da ist der Parker, kann das sein? So, das passt dann schon. Und wo ist der Bogen? Da ist der Bogen. So, und dann hat sie den Bogen. Ich hoffe, das klappt dann auch soweit. Und hier müssen wir mal gucken, dass da Feuerholz reinkommt, ne? Befehle. Holz hacken. Wieder super geklappt mit dem Holzhacken, ne? So, jetzt haben wir ein bisschen mehr, glaube. Wieso sind hier noch Flecken? Es ist halt kein Feuer da, das ist schlecht, ne? Wie sieht es hier mit dem Forschen aus? 239 von 400, aber wir machen erst hier einen Cut. Die Folge ist wieder super lang geworden. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.